Made with Unity. Unforeseen Incidents und damit herzlich willkommen, ja, die Kamera flutscht rein, sehr schön, bei Unforeseen Incidents, einer kleinen Unzock-Session. Theoretisch müsste dieses Video an einem Samstag um 18 Uhr erschienen sein, wo normalerweise Conan läuft, doch ich habe es mit meiner Freundin überhaupt nicht zeitlich unterkriegen können, eine weitere Folge aufnehmen zu können. Darum widmen wir uns heute erstmal im kleinen Maße diesem wunderbaren Click-and-Point-Adventure. Und mal gucken, vielleicht wird es ja ein neues Projekt. Ab nächste Woche ist ja Stay dann durch. Und dann würde ich sagen, ja, lasst uns loslegen. Ein neues Spiel. Neues Spiel, neues Glück. BWET Talk Radio. Es ist 17.30 Uhr. Ihr hört Backwoods Radio. Hier sind wieder Bobby und der Duke. Live aus der Seagulls Arena im wunderschönen Port Nicola. Unser Thema des Tages ist der Krankheitsausbruch in Yelltown. Erzähl uns mehr darüber, Duke. Eine Woche nachdem drei Menschen mit fieberartigen Symptomen am Rande Yelltowns gestorben sind, steht die Gegend weiterhin unter Quarantäne. Senatorin Sylvia Thurlow, Vorsitzende des Bureau of Public Health, kommentierte das Geschehen. Das Risiko einer Ansteckung für die Bewohner von Yelltown ist weiterhin sehr, sehr gering. Sollten Sie dennoch Symptome wie hohes Fieber, Nasenbluten oder Hustenanfälle feststellen, bleiben Sie bitte ruhig an Ort und Stelle und rufen den AHC-Notruf unter der Nummer 111111. Okay, alles klar. Hier nochmal die Nummer. 111111. Nochmal zum Mitschreiben. Ich hoffe, unsere Hörer in Yelltown sind gesund und munter, denn das Spiel heute Abend ist ein absolutes Muss. Oh ja, Bobby. Port Nicola trifft heute auf die Jungs aus meiner Heimatstadt, die Blue Ridge Raccoons. Die Blue Ridge Raccoons haben keine Chance. Go, Gulls! Egal, welches Team ihr unterstützt, die Stimmung hier im Stadion ist elektrisierend. So, und da sind wir auch schon. Da ist unser Held gerade noch auf seinem improvisierten Bett gelegen. Hallo? Harper, hier ist Rupert. Professor McBride, wie geht's Ihnen? Es geht so, Harper. Ich habe ein Problem mit meinem Laptop. Der Satz hört sich sehr vertraut an. Ich weiß. Aber ich bin mitten in der Analyse wichtiger Daten. Und der Akku ist leer und will einfach nicht laden. Ich muss heute Abend nach Port Nicola fahren und... Schon okay, Professor. Ich schnapp mir mein Multitool und komm rüber. Oh, vielen Dank, Harper. Kein Problem. Bis gleich. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Nicht mal zu Hause hat man seine Ruhe. Nicht mal am Wochenende hättest du deine Ruhe. Wahrscheinlich bist du ein Techniker, so wie deine Wohnung aussah von außen. Ja, und da sind wir schon mitten im Geschehen. Klassisches Click and Point. Auf. Was haben wir hier? Klebstoff. Hey, Kleber. Kann man immer gut gebrauchen. Na, dann steck ein. Wunderbar. Okay, alles mitnehmen. Ganz wichtig bei so einem Spiel. Immer alles einstecken. Ja, auf und zu machen auch ganz wichtig. Wow. Wir haben hier viel anzuklicken, aber gerade ist oft so. Gerade bei den ersten Bildschirmen von so einem Adventure. Hm. Hier ist nichts Nützliches. Ich könnte den ganzen Schrott mal wegschmeißen. Theo. Aber ich sammle lieber noch ein bisschen mehr. Ja, klingt nach mir. Klingt nach mir. Ich bin auch so ein zwanghafter Sammler. Nicht nur im Spiel. Digitales Messitum. Naja, ganz so stark. Im Spiel ist es ja auch nicht. Mama und Calvin in Greystone Woods. Ich glaube, ich habe das Foto gemacht. Mama und Calvin. Wer ist Calvin? Werden wir wahrscheinlich später noch rausfinden, wer der gute Calvin ist. Im Winter kann es in Yelltown ganz schön kalt werden. Gut, wenn man ein paar Mäntel hat. So, können wir uns anzeigen lassen, wo wir klicken können? Ja, wir können. Sehr schön. Das mag ich. Das ist aus diesem historischen Fotoautomaten auf dem Jahrmarkt. Mama, Calvin und ich in altertümlichen Kostümen. Mama, Calvin. Da hatten wir unseren Spaß. Aber wo ist Papa? Wo ist Papa? Schlechte Nachrichten, wie immer. Ja, haben wir ja gehört gehabt im Intro. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Der Virus, die Ansteckung, die Seuche, was auch immer da gerade grassiert. Es besteht überhaupt keine Ansteckungsgefahr, sagen die Medien. Oh, und ich mag diese Ruhe. So ein völlig... Keine Zeit zu essen. Ich sollte mir mein Multitool schnappen und rüber zu Professor McBride gehen.
entspanntes Spiel, ein entschleunigtes Spiel. Eine Menge alter Kram. Ich mag alten Kram. Ich mag auch alten Kram. Ich bin auch hin und wieder so ganz schön auf Retro. Der Fernseher wird nie wieder funktionieren, aber ich kann ihn nicht einfach wegschmeißen. Da wohnt eine Spinne drin. Den hätte ich weggeschmissen. Sagst du immer das Gleiche oder hast du mehrere Lines pro Gegenstand? Ganze Nächte habe ich vor dem Ding gelegen und mir eine Folge Samurai Squad nach der anderen reingezogen. Ist das eine echte Serie, Samurai Squad? Der Fernseher wird nie wieder funktionieren. Okay. Aber ich kann ihn nicht einfach wegschmeißen. Da wohnt ein... Ich mag es, an alten Radios und Geräten rumzubasteln. Aber wahrscheinlich habe ich schon genauso viel kaputt gemacht wie repariert. Ja, aber anders lernt man auch nicht. Eine Menge alter Kram. Ich mag alten Kram. Mit zwei Lines. Ich glaube, ich gehe mal ganz stark davon aus, das wird sicher so eine Regel sein. Zwei Gesprächlines pro Gegenstand. Igitt, ich sollte hier mal sauber machen. Ja. Morgen. Morgen, nur nicht heute, Digga. Ich lasse es besser aus. Ja. Ich habe genug andere Dinge zu tun. Besser ist das. So, haben wir Klamotten nochmal. Calvin hat die meisten seiner Jacken hier gelassen, als er rüber in den Westen gezogen ist. Jetzt sind es meine. Der Jahrmarkt war super. Nur das Spiegelkabinett war gruselig. Immer dieses beklemmende Gefühl, jemand würde hinter den Spiegeln stehen und einen beobachten. Buh. Leicht paranoid hier, unser Held. So, Klamotten haben wir das Bild nochmal. Mama war eine große Naturliebhaberin. Kann ich von mir nicht behaupten. Hier ist nichts Nützliches. So, okay. Mach mal wieder zu. Können wir hier das hier anklicken? Nee, aber das Telefon. Keine Zeit zu telefonieren. Der Professor braucht mich. Ja, aber die Sekunde würde er noch Zeit haben. Erinnerungen an bessere Tage. Ich schaue mir die Bilder in letzter Zeit zu oft an. Okay. Ja, er schwelgt gerne in Erinnerungen. Wer nicht? Erinnerungen an bessere Tage. Ich schaue mir die Bilder in letzter Zeit zu oft an. Sag mal, hier ist das Dad. Erinnerungen an bessere Tage. Auch? Einfach nur Erinnerungen an bessere Tage? Na gut, dann gehen wir mal hoch. Wir brauchen nämlich noch unser Multitool. Was ist ein Techniker oder ein Handwerker ohne sein Werkzeug? Hose. Mein umfangreicher Kleiderschrank. Ich besitze genau zwei Hosen. Zwei. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da wäre ich froh gewesen, hätte ich zwei Hosen gehabt. Ah. Meine andere Hose. Deine Zeit wird kommen, alter Freund. Ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich. Ich habe mich entschlossen, das Fenster abzukleben. Das Sonnenlicht macht es einem wirklich nicht leicht, tagsüber zu schlafen. Er ist super sympathisch. So gefällt mir das Fenster gleich viel besser. So ein ganz entspannter Sonnenlicht Typ. Ist was für Pflanzen. Mein altes Gigamaster Family Entertainment System. Ich habe so viele Stunden vor dem alten GFES verbracht. GFES? Der Gigamaster ist jetzt im Himmel und wird dort vom Staub verstopft. Der Gigamaster. So, was haben wir hier? Ein Lötkolben? Mein zuverlässiger Langham 40 Watt Lötkolben mit formschöner Spitze in Meißelform. Man braucht einen guten Lötkolben, wenn man an Elektrogeräten rumtüfteln will. Das stimmt, das war... Der Lötkolben. Die Waffe meiner Wahl. Die Waffe meiner Wahl? Ein paar Entwürfe für irgendwelche blöden Geräte. Hätte ich die gebaut, wären die meisten vermutlich explodiert. Wahrscheinlich. Ein paar davon sind ziemlich alt. Ich sollte sie mal wegschmeißen. Ja, Entwürfe, aber ich sehe hier keine selbstgebastelten Erfindungen dann letztendlich. Innovativ, aber nicht inventiv genug. Ja. Mama, Calvin und ich, als ich in der Highschool anfing. Das muss ungefähr 6 Monate vor ihrem Tod gewesen sein. Oh. Okay. Aber keine Spur von Papa. Der ist vielleicht schon früher weg. Oh ja, Ladies, das ist mein Amateurfunkgerät. Oh, Harper, wir lieben dich. Dein Amateurfunkgerät ist so cool. Beruhigt euch, Ladies, bitte. Ja, damit kriegt man die Ladies. Oh, wir können hier dran spielen. Frequenz. Oh, das ist ja interessant. Ja, es ist halt wie in der Regel halt... Es ist ein Click-and-Point-Adventure mit Puzzleinlagen, mit Rätseln. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Vielleicht ist das hier schon das erste Rätsel. Vielleicht aber auch nicht. Wir haben nämlich keine Ahnung von dem Gerät hier gerade. Überhaupt nicht. Aber vielleicht bekommen wir ja irgendwann mal eine Frequenz oder so ausgehändigt. So, FM 104.6 RTL. Ist nicht. Schade.
Na gut. Können wir erstmal wieder raus hier? Wie machen wir das? Rechtsklicken? Nee, einfach dann auf den Rückwärts-G-Pfeil klicken. Haben wir. Multitool, das hier, ne? Ach, das ist so ein Leatherman. Da ist es. Komm her, mein geliebtes Multitool. Dann wollen wir diesen Laptop mal reparieren. Ja, wollen wir, ne? Wir sind hier fertig. Ja, sind wir fürs Erste. Wir haben keine weiteren Indizien, was wir hier noch machen könnten. Auf, lass uns den Plot voranbringen. Das ist die gewohnte Welt. Exposition nennt man sowas auch. Ah, jetzt hat er uns das nochmal gezeigt gehabt. Dass wir die Interaktionsspots mit der Leertaste anzeigen können. Boah, sieht das cool aus. Okay. Das hier oben ist das Inventar. Hallo. Oh, Harper, gut, dass du da bist. Komm rein. Was ist los, Professor? Dieser verdammte Akku macht mich fertig. Wissen Sie, für einen Wissenschaftler ist das nicht gerade... Er will einfach nicht laden. Aber es läuft gerade noch eine Modellrechnung der neuesten Daten meines Forschungsteams, die ich dringend brauche. Er hat die ganze Nacht gerechnet. Wenn er jetzt ausgeht, muss ich wieder von vorne anfangen. Ich brauche die Daten für eine wichtige Präsentation an der PNU morgen. Kannst du ihn reparieren, Harper? Na klar, worum geht's in der Präsentation? Habe ich Ihren Laptop nicht vor 2 Wochen erst repariert? Ich schau mal, was sich tun lässt. Aber ich interessiere mich gerade wirklich für seine Präsentation. Worum geht's in der Präsentation? Es ist eine Analyse zu der gerade ausgebrochenen Infektionskrankheit. Yelltown-Fieber? Ja, nein. Naja, das Problem ist, dass wir bisher nicht genau einschätzen können, um welche Art von Krankheit es sich hier handelt. Der Dekan der medizinischen Fakultät hat mich gebeten, morgen einen Vortrag für die Virologen zu halten. Wir hoffen, dass meine Forschung dazu beitragen kann, ein Mittel gegen diese Infektion zu finden. Okay, ist das Yelltown-Fieber wirklich so gefährlich? Kümmert sich die Regierung nicht darum? Können sie ein Heilmittel finden? Wie auch immer. Nee. Das allererste klingt plausibel. Ist das Yelltown-Fieber wirklich so gefährlich? Ich fürchte schon. Wirklich eine Ausgeburt der Hölle. Es scheint tatsächlich höchst ansteckend zu sein. So wie es aussieht, verläuft die Infektion sehr schnell tödlich. Wir reden hier von Stunden, nicht Tagen. Puh. Stunden? Was, wenn ich's mir eingefangen habe? Das würdest du merken, Harper. Nach meinen Informationen setzen die Symptome bereits wenige Minuten nach der Infektion ein. Wow. Die Infizierten tun mir leid. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Noch ist Zeit, die Infektionen einzudämmen und eine Epidemie zu verhindern. Okay. Kümmert sich die Regierung nicht darum? Kümmert sich die Regierung nicht darum? Ja, die Aufgabe hat die Rancho Health Corporation ganz uneigennützig angenommen. Die soll's nun richten. Stimmt, das habe ich gehört. Aber ich dachte, die RHC sagt, alles wäre unter Kontrolle. Und genau das macht mich so sicher, dass sie sich gerade mächtig in die Hosen scheißen habe. Ich weiß doch, wie sowas läuft. Sie haben massive Probleme, diese Krankheit zu behandeln, ohne meinen Input. Okay. Doktor, können Sie ein Heilmittel finden? Können Sie ein Heilmittel finden? So einfach ist das nicht. Aber wenn jemand diesen Wahnsinn stoppen kann, dann ist es mein Forschungsteam an der PNU. Sie sind die Besten im ganzen Land. Wir brauchen nur eine kleine Probe dieses verdammten Erregers. Wie auch immer. Wie auch immer. Jetzt hat er es automatisch gesagt am Ende. Okay. So, was können wir hier alles machen? Wow. Viele Interaktionsmöglichkeiten. Laborequipment, Ordner und jede Menge anderer Krempel. Alles, was man in einem Labor so braucht. Laborequipment, okay. Ordner. Es sind tatsächlich und jede Menge anderer 2 Lines für jedes Objekt. Wahrscheinlich. Warum sollte ich in McBrides Schränken rumschnüffeln? Im Idealfall. Nicht immer, manchmal ist es auch nur 1 Line. Warum sollte ich in McBrides Schränken rumschnüffeln? Okay, ich hab's verstanden, da ist der Laptop, aber den klicken wir als allerletztes an. Ich möchte, dass uns hier nichts entgeht. Wir spielen so eine Spiel immer ganz, ganz gründlich hier auf dem Kanal. So, da ist der Akku. Oh, und ich sehe schon, warum der Akku nicht lädt. Da unten, da ist so ein bisschen Kupfergefranse. Hey, das Teleskop ist genau auf Mrs. Damons Schlafzimmerfenster gerichtet. Was? Nein, ist es nicht.
Doktor, Sie Lüstling. Man kann genau durch die Gardinen schauen. Harper, du bist noch nicht so alt für eine Tracht Prügel von mir. Das ist der Doktor, ist nicht sein Vater, zufällig auch nebenbei. Warum sollte ich in McBrides Schränken rumschnüffeln? Okay, die Tafel. Harper, lass das! Ein fieser Hund, ne? Er ist so nüchtern, aber innerlich ist er doch schon so ein kleiner Joker, so ein Clown. Hey Professor, wollen Sie etwas Radio hören? Nein, man kann diesem lästigen Fußballspiel so schon kaum entkommen. Sie meinen dem Footballspiel? Und wenn es ein oben ohne Käserollen wäre, Harper, eine Ablenkung ist eine Ablenkung. Ah, sehr schön. Ein weiser Spruch, absolut. Außer Professor McBride gibt es keinen Wissenschaftler in Yelltown. Die Leute halten sein Labor wahrscheinlich für eine Meth-Küche. Ja. So. Erste Breaking Bad-Anekdote. Ich glaube, vielleicht ist auch dieser Anzug eine. Wer weiß. Schauen wir uns mal den Laptop an. Der Akku ist fast leer und er leert nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe den Akku vor 2 Wochen oder so ersetzt. Okay, dann schauen wir mal nach dem Netzteil. Da haben wir es. Das Ladekabel ist gebrochen. Verdammt! Damn. Konnte ich das übersehen? Kein Problem, Professor. Mit meinem Multitool und etwas Isolierband ist das ganz schnell repariert. Oh, gut. Ich hatte irgendwo Isolierband. Wo war es noch? Ich werde schon finden. Die Schränke. Ich könnte schwören, in irgendeinem der Schränke. Na? Kein Isolierband. Nur ein paar alte, verstaubte Schallplatten. Das sind Klassiker des Blues, Harper. Erinnerst du dich noch, wie du sie auf meinem alten Plattenspieler gehört hast? Es ist 2017, Professor. Ich höre jetzt Kassetten. Wirklich? Könnte das der Vater sein oder so? Die haben eine gemeinsame Vergangenheit, aber vielleicht ist es auch so eine halbe Freundschaft wie bei Marty McFly und dem Doc, Dr. Emmett Brown aus Zurück in die Zukunft. Ich habe hier schon genug rumgewühlt. Okay, ja, dann machen wir Schubfach auf. Und guck rein. Wieder kein Isolierband. Nur ein Haufen Schrott. Schrott? Nur mal so aus Interesse. Wie aufgeräumt ist deine Wohnung denn derzeit? Aber ich bin blank. Sie könnten Ihr pralles Universitätsgehalt locker in eine Reinigungskraft investieren. Das hier erinnert mich daran, wie ich im Labor geholfen habe, als ich noch ein Kind war. Ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Vorstellung des Wortes Hilfe. Das ist keine Ausrede. Dass man keine Kohle hat, heißt noch lange nicht, dass man in Kuddelmuddel leben muss. Aha, hier ist das Isolierband. Wunderbar. Kannst du den Laptop jetzt reparieren? Hoffentlich. Na gut, dann wollen wir mal. Isolierband. Damit sollte das Netzteil im Nu repariert sein. Muss ich das gedrückt halten, um das runterzuziehen? Ja, muss ich. Ich muss das Kabel erstmal neu verdrillen, bevor ich was drumherum klebe. Neu verdrillen? Wir haben es hier mit einem... Wow! Mit einem richtigen Techniker zu tun. Also erstmal abschneiden, oder? Am besten mit der Schere, würde ich sagen. Das will ich nicht schneiden. Stopp, Entschuldigung. So, hier und dann auf die Schere, bitte. Das will ich nicht schneiden. Wie will ich denn bitte die Schere aus? Ah, einfach nur den Mauszeiger auf dem Gerät kurz weilen lassen. Wir nehmen die Schere. Ah, mein Multitool. Das Kabel ist gebrochen. Vielleicht hat es einen Nager mit Futter verwechselt. Und dann runterziehen. Jetzt haben wir es wirklich. Neu verdrillen. Und dann muss ich es irgendwie wieder isolieren. Okay. Nein, bitte. Schere. Netzteil. Ich glaube nicht, dass die Schere dafür scharf genug ist. Aber das ist doch ein Leatherman, oder? Warum trägst du sie dann mit dir rum, wenn es für nichts zum... Ja, genau. Messer, daneben das Messer. Das will ich nicht schneiden. Wir wollen es neu verdrillen. Mit der Zange doch nicht, oder? Flaschenöffner? Nein. Zange? So, und nun schneide ich das Kabel auseinander. Und jetzt fummeln und verdrillen. So, sieht gut aus. Mit der Zange? Naja, gut. Na gut, nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Das Spiel wollte es eben so haben. So, jetzt noch normgerecht absichern. Also nach Bastlernorm. Also, dann mal eingestöpselt und ran an den Saft.
Okay. Er lädt wieder, Professor. Oh, du bist ein Held, Harper. Was schulde ich dir? Ach, das geht aufs Haus. Aber ein brillanter Denker Kein wie Sie Wunder, sollte dass nicht du pleite immer bist. Durch den Dorftrottel rufen müssen, wenn der Rechner etwas zickt. Um Himmels Willen, Harper, stell dein Licht nicht so unter den Scheffel. Du bist doch kein Dorftrottel. Ich schätze deine Hilfe wirklich sehr. Na gut, kein Problem, Professor. Kein Problem, Herr Professor. Okay, haben wir noch ein bisschen was mit ihm zu bequatschen? Professor? Ja? Sind wir hier in Yellowtown sicher? Sind wir hier in Yelltown sicher? Ich weiß, es ist beunruhigend. Die Notstandsmaßnahmen, das abgeschirmte Behandlungscamp. Aber das ist alles kein Grund zur Panik. Bisher gab es nur sehr wenige bestätigte Krankheitsfälle. Okay. Ich werde nicht in Panik geraten. Noch nicht. Bis später. Mach's gut, Harper. Noch was? Professor? Ja? Bis später. Mach's gut, Harper. Oh, ich mag er. Ich mag Click-and-Point-Adventures. Oder generell ein Grafikstil, der handgezeichnet wirkt. Das ist handgezeichnet, oder? Also ich gehe mal ganz stark davon aus. Waren wir noch was Spannendes hier drin? Nee. Also heißt das für uns erstmal Abschied nehmen vom Doc. Viel Erfolg weiterhin. Viel Erfolg. Okay. Haben wir hier Plakate? Die RHC-Rettungssanitäter schützen ihre Gesundheit. Warum sind sie dann gekleidet wie böse Astronauten? Eben. Wie Darth Vader vom Planeten Vulkan schon wieder zurück in die Zukunft. Nochmal. Hoffentlich verbreitet sich das Fieber nicht so schnell wie diese Plakate. Schlagartig hängen überall hunderte von den Dingern. RHC, okay. Hört sich so ein bisschen nach Umbrella an. Von Resident Evil. Der Adler von Cadero. Bitte keine Münzen ins Wasser werfen. Das Wasser ist voller Münzen. Mit klassischem Click-and-Point Humor. Könnte ja fast von Daedalic sein. Ist es aber nicht. Ist es nicht. Achtung, Einwohner von Yelltown. Seuchenalarm. Akute Ansteckungsgefahr. Achten Sie auf die Symptome. Wow, die Liste der Symptome ist lang. Kopfschmerzen, Fieber, Übelkeit, Blutungen. Ekelhaft. Blutungen aus der Nase, Ohren, Mund oder Augen. Sie oder jemand anders hat diese Symptome? Informieren Sie die RHC unter der Notfallnummer 111 111. Na, das entspannt mich jetzt total. Absolut, absolut. Im Radio wurde gesagt, man braucht sich in Yelltown überhaupt keine Gedanken machen. Alles ist cool, ab zum Footballspiel, natürlich. Und dann noch so eine Massenveranstaltung, wo der Virus von Person zu Person sich extrem spreaden kann. Egal, nochmal. Achtung, Einwohner von Yelltown. Seuchenalarm. Achten Sie auf die Danke. Wow, haben wir. Wunderbar, weitergehen. Sehr schön. Wir können Dialoge überspringen. Mit der rechten Maustaste. Was zum... Hallo? Oh Gott, ist alles in Ordnung? Oh Gott, ist alles in Ordnung? Geh weiter. Mir geht es gut. Aber Sie brauchen einen Arzt, oder... Moment mal. Ist es das Fieber? Bitte. Bitte. Lasst mich in Ruhe. Ich kann Sie nicht einfach so hier liegen lassen. Ich kann Sie nicht einfach so hier liegen lassen. Ich muss weiter. Weiter? Wie denn? Sind Sie verrückt? Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Komm nicht so nah. Das Blut? Oh Gott. Okay, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich weiß, was ich tun muss. Vergiss einfach, dass du mich gesehen hast. Ich rufe die RHC an. Nein, nicht die RHC. Aber Sie brauchen einen Arzt. Aber Sie brauchen einen Arzt. Lass mich einfach. Die RHC wird Ihnen helfen können. Die RHC wird Ihnen helfen können. Bitte, ich will Ihre Hilfe nicht. Ich rufe Sie an.
Bitte, tu's nicht. Doch, ruf sie an. Auf jeden Fall. Wo ist das nächste Telefon? Haben wir ein Telefon? Nee, haben wir nicht. Wir sind ja arm, stimmt. Haben nur zwei Hosen, da hat man kein Telefon. Bitte, ruf sie nicht an. Es ist nur zu ihrem Besten. Okay, Rucksack? Nein, nicht anfassen. Das muss ihr Rucksack sein. Vielleicht sollte man das Ding nicht anfassen. Kann ich auch nicht weiter, oder? Das muss ihr Rucksack sein. Nee. Okay, aber hier ist ein Telefon. Wie war die Nummer? 111111, ne? Genau. Ein Glück. RHC-Notrufzentrale, welche Art Notfall liegt vor? Hallo, ich heiße Harper Pendrell. Ich habe gerade eine junge Frau gefunden. Sie scheint sehr krank zu sein. Überall ist Blut. Ich glaube, sie hat das Yelltown-Fieber. Wo genau befinden Sie sich? In der Stadtmitte von Yelltown, Swenson Alley. Ein Ärzteteam ist auf dem Weg. Bitte bleiben Sie an Ort und Stelle, bis Hilfe eintrifft. Hey! Hey, du! Bitte bestätigen Sie, dass Sie an Ort und Stelle... Tut mir leid, ich muss auflegen. Sie braucht meine Hilfe. Bitte bleiben Sie... Nicht anfassen. Damit ist ja auch nicht geholfen. Du Idiot! Wie bitte? Du lieferst mich ihnen aus. So, sie kommen, um ihnen zu helfen. Sie kommen, um ihnen zu helfen. Sei ruhig und hör mir zu. Wenn du hier bleibst, werden sie dich auch mitnehmen und testen. Testen? Aber ich bin nicht infiziert. Wenn sie dich mitnehmen, guckst du dir das Endspiel aus einem Leichensack an. Aber bin ich infiziert? Aber bin ich infiziert? Wenn du tust, was ich dir sage, haben wir vielleicht noch eine Chance. Wir? Ich glaube, ich bleib besser hier. Ich glaube, ich bleib besser hier. Hörst du mir eigentlich zu? Geh zum Hotel. Finde Halliwell. Wen? Reporter für die Times. Nimm den Umschlag. Den Umschlag? Welchen Umschlag? Im Rucksack. Das ist verrückt. Ich... Mach es. Bitte. Okay, dann machen wir das. Aber können wir vielleicht vorher noch ein bisschen quatschen? Hey, geht's Ihnen? Sie kommen. Bring Halliwell den Umschlag. Okay, machen wir. Halliwell den Umschlag. In einem Hotel. Halliwell. Sag es niemandem sonst. Halliwell. Okay, gut. Ich verspreche es. Nur Halliwell. Sie kommen. Verschwinde. Kommen Sie. Die Astronauten. Bitte. Ich... Siehst du den Anrufer? Oh-oh. Oh-oh. Kapitel 1. Das war schrecklich. Hätte ich bei ihr bleiben sollen? Nee, absolut nicht. Dann hätten sie dich nämlich auch gekascht. Ich glaube nämlich, wir konnten ihr vertrauen. Warum sollte sie lügen? In den letzten Minuten ihres Lebens. Aber Leute, das soll es für heute gewesen sein. Unser erster Ausflug hier in Unforeseen Incidents. Falls euch das Spiel gefallen hat, falls euch diese Unzock-Session gefallen hat, falls ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, drückt mir noch auf den Like-Button und schreibt mir dazu was in die Kommentare. Ansonsten Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo, bis dann, ciao.